Der Todestrieb bürgerlicher Subjektivität. Eine Sendung nach Vorlage des gleichnamigen Textes von Robert Kurz, freier Autor und Mitherausgeber der Zeitschrift Krisis. Bearbeitet von der NPC-Redaktion. Nach dem Amoklauf von Erfurt ist eine Frage immer wieder zurechtgestellt worden. Warum? Dahinter verbirgt sich aber weniger der Wunsch nach einer Antwort. Vielmehr ist die Frage selber schon als Antwort zu entschlüsseln. Das Warum auf den Schildern vor dem Gymnasium bedeutet Fassungslosigkeit. Angeblich ist etwas an der Tat, was nicht zu fassen ist. Etwas, was sich dem Zugriff des Denkens und der Vorstellungskraft entzieht. Und fürwahr, in unmittelbarer Nähe des Ereignisses und in emotionaler persönlicher Nähe zu den Opfern sind Trauer und die wie auch immer gearteten Verarbeitungsversuche absolut vorrangig und brauchen Zeit. Zeit, die übrigens skandalöserweise im Interesse des Weiterlaufens der Normalität nicht gewährt werden soll. So müssten eigentlich die Eltern der Schüler des Gymnasiums von der Arbeit freigestellt werden, um Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Auch scheint es absolut nicht nachvollziehbar, warum sich die Lehrerinnen und Lehrer nicht die Zeit nehmen sollten, um wieder halbwegs Boden unter die Füße zu bekommen und sich endlich gründlicher und in gemeinsamen Diskussionen über das Bildungswesen zu verständigen, welches sie tagtäglich unter fragwürdigsten Bedingungen exekutieren müssen. Aber der Normalbetrieb darf natürlich nicht gestört werden. Jetzt erst recht tönt es von Seiten der politischen Funktionärsträger, so zum Beispiel Vogel, und in demonstrativer Geste soll weitergemacht werden, so als wäre unsere Normalität eine positive Gegenwelt zu der negativen des Amokläufers. Und je entschlossener wir uns kollektiv für unsere Normalität mobilisieren, umso weniger Chancen hat das Anormale, Fremde und Ausgeklinkte der Gegenwelt der Amokläufer. Doch hier wird der Wunsch der Vater des Gedanken bleiben. Auch wenn über die konkreten Umstände des Amokläufers von Erfurt nicht hinreichend Auskunft gegeben werden kann, darüber also, warum nun ausgerechnet dieser Schüler ausgeklinkt ist, kann sehr wohl dargestellt werden, was da ausbrach. Wir wollen die These aufstellen, dass da nicht das Unfassbare in die Normalität eingebrochen ist. Im Gegenteil, handelt es sich beim Amoklauf von Erfurt um einen Ausbruch der Normalität selber. Das gewöhnliche bürgerliche Bewusstsein sieht Gewalt als außenstehendes, nicht zum normalen Betrieb gehörendes Phänomen. Aber im Gegenteil, Gewalt, Blut und Angst zeigen sich als integrale Bestandteile. Die postmoderne Plünderungsökonomie und ihre Gräueltaten verweisen am Ende des Kapitalismus verräterisch auf seine Anfänge und seine Gründungsverbrechen. Entgegen ihren legitimatorischen Legenden entsprang die moderne Geldmaschine keinem friedlichen Handel und Wandel, sondern der frühmodernen Feuerwaffenökonomie und deren Militärdespotien. Die Konstitution und Durchsetzung der Moderne war nicht äußerlich, sondern wesentlich geprägt vom Terror, von Massakern und Zwangsgewalt, von Plünderung und Zwangsarbeit als dem Urgrund von freier Lohnarbeit und kapitalistischer Individualisierung, die das Zwangsverhältnis bloß verinnerlicht haben. Dieser Gewaltkern des Kapitals ist durch alle Formen des kapitalistischen Regimes hindurch bis heute präsent geblieben. Nicht umsonst sind die westlichen Demokratien der Gegenwart in einem historisch beispiellosen Maße militärisch aufgerüstet und mit Vernichtungskapazitäten ausgestattet. Der nach innen gerichtete Apparat der kapitalistischen Menschenverwaltung ist polizeilich bis an die Zähne bewaffnet und jederzeit auf innere Unruhen oder auch nur Opposition gegen kapitalistische Entscheidungsprozesse gewalttätig zu reagieren bereit. Das Gewaltverhältnis liegt in stummen ökonomischen und juristischen Formen verborgen. Es zwingt die Menschen zu irrationaler Tätigkeit unter dem Diktat betriebswirtschaftlicher Logik. Die bürgerliche Subjektform schleppt dieses Verhältnis längst mit sich herum, wird mit ihm identisch. Das Gewaltverhältnis wird aber auch in seiner Latenz als direkte Gewalt alltäglich spürbar. Es hat sich in den kapitalistischen Zentren bloß verpuppt und mit der typisch demokratischen Karikatur von Teilhabe maskiert, während die wirklichen Entscheidungen immer schon durch den blinden Gang der Markt- und Konkurrenzprozesse vorprogrammiert sind.
In den Zusammenbruchsregionen bricht der latent vorhandene Gewaltcharakter des Kapitalismus offen hervor, weil er nicht mehr juristisch, sozialstaatlich und so weiter kaschiert und notdürftig pazifiziert werden kann. In den Zentren der westlichen Welt zeigen sich die Latenz des gewaltvollen Verhältnisses beispielsweise im Amoklauf des normalen Bürgers. Die Gewalt der Ökonomie und die Ökonomie der Gewalt sind nur die beiden Seiten derselben Medaille. Trotzdem sind die Gewaltausbrüche nicht einfach aus ökonomischen Notlagen heraus zu erklären. Die eigentlichen Lazarusschichten, die Elenden also, sind meist gar nicht mehr fähig, zur Waffe zu greifen. Sie dienen nur noch als Opfermasse oder bleiben überhaupt einem kraftlosen Vegetieren überlassen. Die Milizen rekrutieren sich eher aus der perspektivlos gewordenen Jugend der Industriearbeiterschaft oder des Mittelstands. Gerade auch viele Angehörige der noch besser gestellten, der Reichen und Superreichen, der Krisen- und Globalisierungsgewinner finden sich darunter. Die meisten Amokläufer gehören zum wohlsituierten Mittelstand. Diese Ausbrüche der Gewalt haben ihren tiefen Ursprung in der Selbstwidersprüchlichkeit des bürgerlichen Subjekts. Worin besteht der Selbstwiderspruch des bürgerlichen Subjekts? Um diese Frage beantworten zu können, sind zunächst die Begriffe Individuum und Subjekt auseinanderzuhalten. Das Individuum ist der konkrete Mensch mit seinen jeweiligen konkret sinnlichen Qualitäten. Als solches ist das Individuum schon immer Bestandteil von Natur und Gesellschaft. Das Individuum ist also Teil eines Ganzen, Teil der Natur und Teil der Gesellschaft. Das ist allen Gesellschaften gemein. Unterschiedlich jedoch ist die Form der Bezugnahme bzw. des Eingebundenseins der Individuen in die Gesellschaft. Die Form, die das Individuum in der bürgerlichen Gesellschaft annimmt, ist die des Subjekts. Als Subjekt sieht sich das Individuum als autonomes Souverän, das vor jeder Gesellschaftlichkeit existiert. Der Status der Autonomie und Souveränität ist aber für das Individuum nur durch das Setzen seiner Getrenntheit vom gesellschaftlichen Ganzen zu haben. Das Individuum wird in der Form des Subjekts zum abstrakten, weil vom gesellschaftlichen Zusammenhang absehenden Individuum. Das führt zu der schmerzhaften Paradoxie, dass die Individuen in der bürgerlichen Gesellschaft als empirische Wesen, die sie nun einmal sind, gesellschaftlich im Zusammenhang stehen, andererseits sich dieser Zusammenhang nur in der seltsamen Form herstellt, dass von eben diesem Zusammenhang abgesehen wird. Das bürgerliche Individuum lebt eine destruktive Doppelexistenz, wie Jekyll und Hyde. Es ist einerseits empirisches, sinnlich konkretes Wesen, und andererseits ist es dies in einer Form, die gerade dieses sinnlich konkrete Wesen verneint. Die Selbstwidersprüchlichkeit der kapitalistischen Logik reproduziert sich in den Individuen. Die Auswegslosigkeit der kapitalistischen Form zerreißt die Motive, Gedanken und Empfindungen in gegensätzliche, unvereinbare und unlebbare Widersprüche. Die Gier nach Erfolg, Konsum und so weiter in dieser Form wird konterkariert durch die vollkommene Trostlosigkeit und geistige Ödnis des ökonomischen Imperativs, dessen Inhalte sich als immer alberner und gleichzeitig immer destruktiver darstellen. Im schwülen Klima dieser zugespitzten Widersprüche gleitet das Konkurrenzbewusstsein leicht in einen Zustand, der über den Begriff des bloßen Risikos oder Interesses hinausweist. Die Gleichgültigkeit gegenüber allen anderen schlägt um in die Gleichgültigkeit gegen das eigene Selbst. Ansätze dieser neuen Qualität sozialer Kälte als Kälte gegen sich selbst zeigten sich schon in den großen Krisenschüben der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch wenn diese Erfahrungen vorübergehend zu sein schienen. Hannah Arendt hat in ihrem berühmten Buch »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« für die Zwischenkriegszeit eine Atmosphäre allgemeiner Zersetzung konstatiert, in der eine Kultur der Selbstverlorenheit entstanden sei. Es war also viel mehr als bloß der Verlust beruflicher und materieller Sicherheit, so Arendt, der die Menschen innerlich zum blinden Selbstopfer bereit machte. Aber selbst diese egozentrische Bitterkeit, die individuell psychologisch gesehen das Kennzeichen einer ganzen Generation wurde,
war nicht etwas, was sie gemeinsam hatten, obwohl alle individuellen Unterschiede schließlich in einem allgemeinen Ressentiment untergingen. Der Egozentrismus konnte keine gemeinsamen Interessen entstehen lassen und er war daher sehr oft mit einer typischen Schwächung des Instinkts der Selbsterhaltung verbunden. Selbstlosigkeit nicht als Güte, sondern als Gefühl, dass es auf ein Selbst nicht ankommt, dass das eigene Selbst jederzeit und überall durch ein anderes ersetzt werden kann, wurde ein allgemeines Massenphänomen, das wohl den Einzelnen dazu bewegen konnte, sein Leben in die Schanze zu schlagen, aber mit dem, was wir gewöhnlich unter Idealismus verstehen, nicht das Geringste zu tun hatte. Diese Menschen hatten bereits sehr viel mehr verloren als die Kette des Elends und der Ausbeutung, als das Interesse an sich selbst ihnen aus der Hand geschlagen wurde. Mit ihrer Weltlosigkeit verglichen waren die christlichen Mönche weltverhaftet, voller Interesse für weltliche Angelegenheiten. Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts haben viele bedeutende Historiker und Staatsmänner das Herannahen eines Massenzeitalters prophezeit. Alle diese Prophezeiungen sind nun in der Tat eingetroffen, aber, wie es mit Prophezeiungen meist zu gehen pflegt, in einer Art und Weise, die doch von den Propheten nicht vorhergesehen war. Was sie kaum vorausgesehen oder doch in seinen eigentlichen Folgen nicht richtig eingeschätzt hatten, war dies ganz unerwartete Phänomen eines radikalen Selbstverlusts. Diese zynische oder gelangweilte Gleichgültigkeit, mit der die Massen dem eigenen Tod begegneten oder anderen persönlichen Katastrophen und ihre überraschende Neigung für die abstraktesten Vorstellungen, diese leidenschaftliche Vorliebe, ihr Leben nach sinnlosen Begriffen zu gestalten, wenn sie dadurch nur den Alltag und den gesunden Menschenverstand, den sie mehr verachteten als irgendetwas sonst, entgehen konnten. Der Mangel an wirklicher Urteilskraft geht hier Hand in Hand mit der eigentümlichen modernen Selbstlosigkeit und beides findet nur zu sehr seine Entsprechung in dem Drang der Massen in eine fiktive Welt. Ebenso wie bei zahlreichen anderen Momenten ihrer Analyse des Totalitarismus entgeht es Hannah Arendt, dass sie hier weit mehr und Grundsätzlicheres beschreibt als bloß eine bestimmte historische Entwicklung des politischen Totalitarismus nach dem Ersten Weltkrieg, der bürgerlichen Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Das totalitäre Moment wohnte dem modernen warenproduzierenden System von Anfang an inne. Es bildet seinen Kern, der ein Gewaltkern ist. Die vollständige Unterwerfung des Menschen mit Haut und Haar, mit Leib und Seele, mit Kind und Kegel unter das abstrakte, an sich völlig inhaltslose Prinzip der Kapitalverwertung, deren sekundärer Ausdruck die moderne Staatlichkeit ist. Indem die Imperative dieser irrationalen Logik die Gesellschaft in eine sekundäre Naturwüste des Überlebenskampfes verwandelt haben, hat sich nur scheinbar die abstrakte Selbstbehauptung als oberstes Prinzip der Individuen konstituiert. Dahinter lauert vielmehr die ebenso abstrakte Selbstverleugnung. Genauer gesagt, Selbstbehauptung und Selbstverleugnung sind in ihrer völligen Trennung von jeder sozialen Gemeinsamkeit an sich identisch. Und diese Identität erscheint auch praktisch in den großen kapitalistischen Gesellschaftskatastrophen. Elemente davon finden sich schon in der Urgeschichte moderner bürgerlicher Subjektivität zu Beginn der sogenannten Neuzeit, bei den marodierenden Banden des Dreißigjährigen Krieges und bei den Protagonisten jener zahlreichen Bürgerkriege, in denen sich das moderne Gesellschaftssystem herausbildete. Die Selbstlosigkeit und Selbstverlorenheit der Massen in der Durchgangsepoche des politischen Totalitarismus manifestierte auf hohem Entwicklungsniveau denselben Kern moderner Subjektivität, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entpuppte. Wie sich alle allgemeinen Eigenschaften des Totalitären, die Hannah Arendt vermeintlich ausschließlich auf die politische Durchsetzungs- oder Verpuppungsform der totalitären Regimes bezog, in viel reinerer Form im ökonomischen Totalitarismus des sich globalisierenden Kapitalverhältnisses wiederfinden lassen, so auch und nicht zuletzt jene Kultur der Selbstlosigkeit, Selbstverlorenheit und Selbstvergessenheit. Jener völlige Verlust der Urteilsfähigkeit.
Dieser im totalen ökonomischen Imperativ angelegte, totale Selbstverlust der abstrakten Individuen entfaltet sich am Ende des 20. Jahrhunderts in der neuen Weltkrise an der absoluten inneren Schranke des Kapitalverhältnisses mit einer nie dagewesenen Wucht. Was in der Vergangenheit nur temporärer Zustand war, wird zum Normal- und Dauerzustand. Der zivile Alltag selbst geht in die totale Selbstverlorenheit der Menschen über. Wem wäre jemals mehr das Interesse an sich selbst aus der Hand geschlagen worden? Wer hätte jemals mehr das Gefühl haben müssen, dass es auf einen selbst nicht ankommt, dass alle Individuen jederzeit durch andere ebenso gleichgültige Charaktermasken der totalitären Verwertungsbewegung ausgetauscht werden können? Als es den überflüssigen Massen der dritten industriellen Revolution ebenso wie den ökonomischen Charaktermasken des globalisierten Finanzkapitals heute widerfährt. Es ist eine Identität des Selbstverlusts, die Schlägerbanden, Plünderer und Vergewaltiger ebenso kennzeichnet wie die Selbstausbeuter der New Economy oder die Bildschirmarbeiter des Investmentbanking. Hans Magnus Enzensberger hat im direkten Anschluss an Hannah Arendt versucht, den gemeinsamen Nenner der Selbstlosigkeit in den flächendeckenden wie in den molekularen Bürgerkriegen des neuen Krisenzeitalters zu beschreiben. Was hier wie dort auffällt, ist zum einen der autistische Charakter der Täter und zum anderen ihre Unfähigkeit, zwischen Zerstörung und Selbstzerstörung zu unterscheiden. In den Bürgerkriegen der Gegenwart ist jede Legitimation verdampft. Der einzig mögliche Schluss ist, dass die kollektive Selbstverstümmelung nicht ein Nebeneffekt ist, der in Kauf genommen wird, sondern das eigentliche Ziel. Die Kämpfer wissen sehr wohl, dass sie nur verlieren können, dass es keinen Sieg gibt. Sie tun alles, was in ihrer Macht steht, um ihre Lage bis ins Extrem zu verschärfen. Sie wollen nicht nur die anderen, auch sich selber in den letzten Dreck verwandeln. Ein französischer Sozialarbeiter berichtet aus einem Vorort von Paris. Sie haben schon alles kaputt gemacht. Die Briefkästen, die Türen, die Treppenhäuser, die Poliklinik, wo ihre kleinen Brüder und Schwestern gratis behandelt wurden, haben sie demoliert und geplündert. Sie erkennen keinerlei Regeln an. Sie schlagen Arzt- und Zahnarztpraxen kurz und klein und zerstören ihre Schulen. Wenn man ihnen einen Fußballplatz einrichtet, sägen sie die Torpfosten ab. Die Bilder vom molekularen und vom makroskopischen Bürgerkrieg gleichen sich bis ins Detail. Ein Augenzeuge gibt wieder, was er in Mogadischu gesehen hat. Der Berichterstatter war dabei, wie eine Bande von Bewaffneten ein Hospital zertrümmerte. Das war keine militärische Aktion. Niemand bedrohte die Männer. Schüsse waren in der Stadt nicht zu hören. Das Krankenhaus war bereits schwer beschädigt und nur noch mit dem Nötigsten ausgestattet. Die Täter gingen mit wütender Gründlichkeit vor. Betten wurden aufgeschlitzt, Flaschen mit Blutserum und Medikamenten zerschmettert. Dann machten sich die Bewaffneten in ihren verdreckten Tarnanzügen über die wenigen Apparate her. Sie waren erst zufrieden, als sie das einzige Röntgengerät, den Sterilisator und den Sauerstoffapparat unbrauchbar gemacht hatten. Jeder von diesen Zombies wusste, dass ein Ende der Kämpfe nicht in Sicht war. Jeder wusste, dass schon am nächsten Tag sein Leben davon abhängen konnte, ob ein Arzt da wäre, der ihn zusammenflicken würde. Es ging ihnen offenbar darum, jede, auch nur die geringste Überlebenschance zu vernichten. Im kollektiven Amoklauf ist die Kategorie der Zukunft verschwunden. Es gibt nur noch die Gegenwart. Konsequenzen existieren nicht mehr. Das Regulativ der Selbsterhaltung ist außer Kraft gesetzt. Die Beschreibung ist zutreffend. Die Tatsachen werden scharfsinnig analysiert. Aber wie in anderer Weise bei Hannah Arendt, bleibt der Grund auch bei Enzensberger unausgelotet. Das Bemühen wird erkennbar, die Phänomenologie des Schreckens von Selbstverlust und Selbstzerstörung irgendwie in ihrer Fremdheit einzugrenzen und damit aus der eigenen Lebenswelt auszugrenzen, um selber nichts damit zu tun haben zu müssen.
Immerhin benennt Enzensberger durchaus den äußeren sozialen Zusammenhang von kapitalistischer Globalisierung, neuen Bürgerkriegen und Selbstverlust der marodierenden Individuen. Unstrittig produziert der Weltmarkt, seitdem er keine Zukunftsvision mehr ist, sondern eine globale Realität, mit jedem Jahr weniger Gewinner und mehr Verlierer, und zwar nicht nur in der zweiten und dritten Welt, sondern auch in den Kernländern des Kapitalismus. Fallen dort ganze Länder, ja Kontinente aus den internationalen Tauschbeziehungen heraus, so sind es hier wachsende Teile der Bevölkerung, die im Wettbewerb der Qualifikationen, der sich rigide verschärft, nicht mehr mithalten können. Was heißt es aber, wenn wachsende Teile der Weltbevölkerung nicht einmal mehr ausgebeutet, wenn sie überflüssig werden, wenn ganze Kontinente weitgehend von der kapitalökonomischen Landkarte verschwinden? Doch nichts anderes, als dass die kapitalistische Form, die Gesellschaftsform der Moderne, das warenproduzierende System also, für die globale Mehrheit und letzten Endes für alle reproduktionsunfähig wird. Dass somit die Kritik und Überwindung des Formgehäuses selber ansteht, in dem sich der vergangene Klassenkampf noch bewegen konnte. Das Paradigma des formimmanenten Klassenkampfs ist abzulösen durch das Paradigma einer Kritik des gemeinsamen, klassenübergreifenden Formzusammenhangs moderner, allein auf anonymer Monetarisierung und Konkurrenz beruhender negativer Gesellschaftlichkeit. Alle bisherige Gesellschaftskritik, nicht nur diejenige der Arbeiterbewegung im engeren Sinne, hatte sich im Zuge der kapitalistischen Aufstiegs- und Ausdehnungsbewegung positiv auf das Ideensystem der bürgerlichen Aufklärung im 18. Jahrhundert und damit auf die Konstitution des bürgerlichen Subjekts bezogen. Dieses Subjekt sollte gerade qua seiner Form emanzipativ handeln, in welcher ideologischen Verkleidung auch immer. Diese kategorial in der wahnförmigen Vergesellschaftung befangene Vorstellungswelt hat nicht nur die sogenannte Neue Linke von der alten Arbeiterbewegung geerbt, sondern auch speziell die deutsche Nachkriegsintelligenzia gegen das Verhängnis der deutschen Geschichte geltend gemacht. Aufklärung, Subjekt, Politik, Demokratie, das waren Marx und die Propheten. Umso schwerer fällt jetzt die Einsicht, dass es keine positiv zu besetzende Alternative in dieser Form mehr gibt und dass im Zentrum der heutigen Weltmisere die ausweglos gewordene Form des modernen bürgerlichen Subjekts selber steht. Jetzt, an den Grenzen von bürgerlicher Aufklärung und wahnförmiger Reproduktion, zeigt sich die reale Metaphysik der Moderne in ihrer abstoßendsten Weise. Nachdem das bürgerliche, aufgeklärte Subjekt alle seine Hüllen abgestreift hat, wird deutlich, dass sich unter diesen Hüllen nichts verbirgt, dass der Kern dieses Subjekts ein Vakuum ist, dass es sich nur um eine Form handelt, die an sich keinen Inhalt hat. Enzensberger beschreibt dies bereits, ohne es allerdings zu erkennen, wie folgt. Was dem Bürgerkrieg der Gegenwart eine neue, unheimliche Qualität verleiht, ist die Tatsache, dass er ohne jeden Einsatz geführt wird, dass es buchstäblich um nichts geht. Aber genau dieses Unheimliche ist nicht das Fremde, Äußerliche, sondern es kommt nur das Innerste selbst des wahren Geld- und Konkurrenzsubjekts, des Wesens des demokratischen Staatsbürgers, zum Vorschein. Das Nichts, um das es geht, ist die vollkommene Leere des sich verwertenden Kapitals. Denn die im Geld sich ausdrückende Form des Werts hat an sich keinerlei sinnlichen oder sozialen Inhalt. Sie ist als negative Kraft in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Das metaphysische Vakuum des Werts ist es, das hinter den scheinbar so rationalen Interessenkämpfen und dem scheinbaren Selbstbehauptungswillen der abstrakten Individuen steckt. In einem Weltklima der wechselseitigen Vernichtungskonkurrenz, der permanenten Gefährdung der sozialen Existenz und gleichzeitig eines prekären, spekulativen Geldreichtums, der sich jeden Moment in Luft auflösen kann, gedeiht so ein diffuser Vernichtungswille, der ebenso abstrakt und inhaltsleer ist wie die gesellschaftliche Form, die dem Verwertungsprozess des Kapitals zugrunde liegt. Die Form Wert und die Form Subjekt ist sich ihrem metaphysischen Wesen nach selbst genug,
und muss sich doch in die wirkliche Welt entäußern. Aber nur, um stets zu sich selbst zurückzukehren. Dieser metaphysische Ausdruck der scheinbar banalen und in sinnlich-sozialer Hinsicht tatsächlich grauenhaft banalen Verwertungsbewegung bildet das eigentliche Thema der gesamten Aufklärungsphilosophie. Sehr deutlich bei Kant und insbesondere bei Hegel, der die dialektische Bewegungsform dieses Entäußerungsprozesses eines metaphysischen Vakuums in die wirkliche Welt präzise und affirmativ nachgezeichnet hat. Weil nur im Nichts und damit in der Vernichtung der Widerspruch zwischen metaphysischer Lehre und Darstellungszwang des Werts in der sinnlichen Welt zu lösen ist. Die Inhaltslehre von Wert, Geld und Staat muss sich in ausnahmslos alle Dinge dieser Welt entäußern, um sich als real darstellen zu können. Von der Unterhose bis zur subtilen seelischen Regung, vom einfachsten Gebrauchsgegenstand bis zur philosophischen Reflexion oder zur Umgestaltung ganzer Landschaften und Kontinente. Leben und Tod, das gesamte menschliche Dasein und das gesamte Dasein der Natur dienen einzig dieser Selbstdarstellungsfähigkeit des gesellschaftlichen metaphysischen Vakuums von Kapital und Staat. In dieser unaufhörlichen metaphysischen Selbstzweckbewegung werden die Dinge dieser Welt und das Begehren der Individuen nicht in ihrer Eigenqualität anerkannt, sondern diese wird ihnen vielmehr genommen, um sie in die unterschiedslos gleiche Form der Austauschbarkeit zu verwandeln und sie damit der immer gleichen Wertform anzuverwandeln. Diese Verwandlung aber ist eine in die metaphysische Lehre, in eine inhaltsvernichtende Form des Nichts. Daraus entsteht ein doppeltes Potenzial der Vernichtung, ein gewöhnliches, gewissermaßen alltägliches, wie es sich schon immer in dem Reproduktionsprozess des Kapitals ergibt, und ein gewissermaßen finales, wenn der Entäußerungsprozess an absolute Grenzen stößt. Die Realmetaphysik des modernen warenproduzierenden Systems zerstört Welt partiell als Nebenwirkung ihrer gelingenden Entäußerung. Und sie wird zum absoluten Vernichtungswillen, sobald sie sich nicht mehr in den Weltdingen selbst darstellen kann. Insofern könnte man von einem Todestrieb der kapitalistisch verfassten modernen Menschheit sprechen. Im Zentrum der Aufklärungsphilosophie steht der ideelle Ausdruck dafür, die Anbetung der leeren Abstraktion einer Form überhaupt, wie sie Kant glorifiziert hat. Diese Vernichtungslogik kann sich auf schleichende Weise im ganz normalen Gang der Geschäfte äußern, etwa in der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen durch die betriebswirtschaftliche Externalisierung von Kosten, in der mangelnden Versorgung ganzer Bevölkerungsgruppen mit Lebensmitteln und medizinischer Hilfe, qua mangelnder Finanzierungsfähigkeit, im unnötigen Massensterben von Säuglingen und Kleinkindern in den globalen Armutsregionen und so weiter. Dieselbe Vernichtungslogik kann aber auch unmittelbar als Gewaltexplosion in Erscheinung treten und dabei jene Entgrenzung des Selbstbewusstseins auslösen, wie sie nicht erst an den Fronten der kapitalistischen Kriege zu beobachten war, sondern auch binnengesellschaftlich in den großen Krisenschüben des 20. Jahrhunderts. Und heute scheint diese Entselbstung zum Weltprinzip zu werden. Der finale Vernichtungswille des metaphysisch konstituierten Subjekts richtet sich schließlich gegen dieses Subjekt selbst, soweit es von dieser Welt, also sinnlich, existent ist. Die Abstraktheit dieses Vernichtungswillens spiegelt die Selbstwidersprüchlichkeit des Kapitalverhältnisses in doppelter Weise. Einerseits zielt er auf die Vernichtung der anderen, zwecks scheinbarer Selbsterhaltung um jeden Preis. Andererseits ist es gleichzeitig auch ein Wille zur Selbstvernichtung, der die Sinnlosigkeit der eigenen marktwirtschaftlichen Existenz exekutiert. Mit anderen Worten, die Grenze zwischen Mord und Selbstmord verschwimmt. Es geht über das Risiko der Konkurrenz hinaus um eine derart entgrenzte Vernichtungswut, dass die Unterscheidung des eigenen Selbst von dem der anderen zu verschwinden beginnt. Das abstrakte Selbst des Geldsubjekts löst sich in der finalen Krisenkonkurrenz auf und bringt den in seinem Inneren schon immer lauernden Kern, das mit Selbstzerstörung identische Vakuum seiner Existenz, zum Vorschein. In den sich häufenden Zusammenbrüchen der sozialökonomischen Beziehungen
wie sie vom Weltmarkt der Globalisierung induziert werden, im Zersetzungsprozess ganzer Gesellschaften ist keine Selbstdefinition der Individuen mehr möglich, solange sie sich in der herrschenden gesellschaftlichen Form weiterbewegen. Die demokratische Phrase kann die Wut nur steigern und anfachen, weil sie ja selber bloß ein heuchlerischer und frömmlerischer Ausdruck derselben Vernichtungslogik gegen Mensch und Natur ist. Die Erscheinungen der Selbstverlorenheit und Selbstzerstörung, wie sie Enzensberger beschreibt, sind heute in mehrfacher Weise universell geworden. Zum einen sind es nicht nur die Täter der unmittelbaren Vernichtung und Selbstvernichtung, die dieser Selbstverlorenheit angehören. Die augenfälligen Täter bilden nur die Spitze des Eisbergs, die manifeste Erscheinung eines viel allgemeineren gesellschaftlichen Zustands. Auf jeden mörderischen und selbstmörderischen Exekutor kommen Tausende und Millionen, die ähnlich empfinden, diese Empfindung aber nicht zur Tat werden lassen, sondern in der Fantasie damit spielen oder sich mit einschlägigen medialen Produkten abreagieren. Zum Zweiten sind es eben nicht nur die manifesten Verlierer, wie in den Vorstädten von Paris oder in Mogadischu, die aufeinander schießen oder sich bewusst selber den Lebensfaden abschneiden. Der molekulare Bürgerkrieg findet auch und gerade unter der Jugend der abgeschotteten Scheinnormalität, der Besserverdienenden, Krisengewinner und Fanatiker der Wohlanständigkeit statt, deren seelische Unbehaustheit und Selbstverlorenheit derjenigen, der jugendlichen Killer aus den Slums in nichts nachsteht. Der Kult von Mord und Vergewaltigung als Sport, ebenso wie der Kult des inszenierten Selbstmords, grassiert auch in den Villenvierteln von Rio de Janeiro, New York oder Tokio. Der sprichwörtlich gewordene Amoklauf mit anschließender Selbsthinrichtung an den Highschools der USA entspringt der Imagination von Sprösslingen der betuchten Mittelklasse. Und auch die Selbstmordattentäter in Palästina oder Sri Lanka kommen in aller Regel aus besseren Kreisen. Schließlich sind es auch nicht ältere Schichten vormoderner Kultur, die etwa in Gestalt des in der muslimischen Welt grassierenden Islamismus bei den Herausgefallenen unter der Oberfläche kapitalistischer Modernität und globalistischer Universalität hervorbrechen würden. Zwar ist das eine universelle, weltumspannend realmetaphysische System des Kapitals in den verschiedenen Weltregionen kulturell unterschiedlich eingefärbt, je nach dem Muster älterer Traditionen, religiöser Vorstellungen, sozialer und ästhetischer Verhaltensweisen und so weiter. Aber diese Farbe, diese kulturelle Differenz bildet nicht das Eigentliche, das tiefergehende Innere, im Verhältnis zu dem die kapitalistische Verfasstheit und Eingebundenheit in den Weltmarkt bloß eine Art äußerlicher Anstrich wäre. Es verhält sich genau umgekehrt. Nach Jahrhunderten kapitalistischer Zurichtungsgeschichte und nach der Durchsetzung des Kapitalverhältnisses als unmittelbares Weltverhältnis ist es die universelle, das Vakuum des Werts verkörpernde Subjektform, die das innere Selbst der Individuen als vollkommen farbloses, ja überhaupt qualitätsloses Wesen konstituiert, während die kulturelle Differenz nur noch eine äußerliche, quasi folkloristische Bemalung darstellt. Deshalb sind die lebenden Bomben, die durch die Welt des globalisierten Kapitals irren, auch die ureigensten Produkte dieser Welt, identische Subjekte derselben Realmetaphysik, in denen der Todestrieb dieser Metaphysik manifest geworden ist. Die Amokläufer an den US High Schools und die islamistischen Selbstmordattentäter sind mehr durch ihre Subjektform und damit in ihren Taten geeint, als durch ihren unterschiedlichen kulturellen Hintergrund getrennt. Was bei den Amokläufern augenfällig ist, gilt auch für die scheinbar mehr ideologisch gesteuerten Selbstmordattentäter. Auch bei ihnen hat, wie es Hannah Arendt bereits für die verlorene Generation der Zwischenkriegszeit erkannte, die Bereitschaft, das eigene Leben zu opfern, nicht das Geringste mit dem zu tun, was wir gewöhnlich unter Idealismus verstehen. Die religiösen Motive, wie sie nicht zufällig die eigentlichen modernen Ideologien abgelöst haben, sind Ausdruck jener universellen Selbstverlorenheit, die in die leidenschaftliche Vorliebe der Verlorenen mündet. Ihr Leben nach sinnlosen Begriffen zu gestalten und es endlich wegzuwerfen wie ein gebrauchtes Papiertaschentuch.
Der weltweit grassierende religiöse Wahn, wie er ja auch im Westen eine Unzahl von Sekten hervorgebracht hat, besitzt keinerlei Kohärenz mehr. Er mischt sich aus allen möglichen religiösen Versatzstücken und reichert sich mit den Verwesungsprodukten vergangener Ideologien an. Von der Hitlerverehrung bis zur schwarzen Messe. Der absurde Kult des Bösen korrespondiert mit dem Todestrieb im freigesetzten leeren Zentrum der aufklärerischen Vernunft. In der Weltkriegsepoche hat dieser Zersetzungsprozess bereits begonnen, lediglich unterbrochen durch den letzten fordistischen Entwicklungsschub des Kapitalismus nach 1945. Tatsächlich kann die Nazi-Ideologie als eine Art Vorläufer oder Prototyp des giftigen ideellen Gebräus verstanden werden, wie es heute weltweit in verschiedenen Mixturen zirkuliert. Auch die Nazis mischten sich ihre wahnhafte Weltanschauung aus pseudoreligiösen Motiven, archaischen Mythen, modernen Ideologien und Abfallprodukten des mit dem kapitalistischen Aufstieg verbundenen naturwissenschaftlichen Denkens. Und auch schon den Nazis ging es nicht oder zumindest nicht nur um imperiale Interessen, sondern auch um eine selbstzweckhafte Vernichtungswut, die in einer Orgie der Selbstvernichtung und Selbstopferung gipfelte. Heute wird derselbe Motivzusammenhang nicht mehr national und spezifisch deutsch freigesetzt, sondern global und universell. Der mörderische Wahn organisiert sich nicht mehr als imperiales Reich, sondern in der molekularen Zerstreuung über den gesamten Globus. Die Überbetonung äußerer, kultischer Akte bei den westlichen Sekten, wie bei den Islamisten, verweist auf die identische Lehre des Inhalts. Hatten die alten Religionen stets den reproduktiven Hintergrund agrarischer Zivilisation und die Modernisierungsideologien in der Aufstiegsgeschichte des Kapitalismus stets einen Interessenhintergrund, so ist nichts dergleichen mehr für die Zombie-Ideen der neuen, diesmal globalen verlorenen Generation festzustellen, für die es in ihrer kapitalistischen Verfasstheit keine Zukunft geben kann. Die Gier nach dem Markterfolg bei den Sprösslingen der minoritären Globalisierungsgewinner und die plünderungsökonomische Gier nach westlichen Waren in den Zusammenbruchsregionen schlägt unvermittelt in die leere, totale Interessenlosigkeit des Amok- und Selbstmordsubjekts um. McDonald's und Dschihad bilden tatsächlich die beiden Seiten derselben Medaille. Das Dürsten nach dem Tod ist kein spezifisch islamisches Motiv, sondern der universelle Verzweiflungsschrei einer sich in ihrer kapitalistischen Weltform selbst hinrichtenden Menschheit. Das war die Sendung Todestrieb bürgerlicher Subjektivität nach einer Textvorlage von Robert Kurz, Autor und Mitherausgeber der wertkritischen Zeitschrift Krisis. Bearbeitet von der NPC-Redaktion Kerstin, Uli, Steffen, Christian. Texte zum Thema dieser Sendung findet ihr auf der Homepage www.krisis.de. Die NPC-Redaktion erreicht ihr über die Homepage www.kooperative-heiner.de.